Die Straße hier hinter mir bei Liman ist gepflastert mit den Leichen von russischen Soldaten. Sehr wahrscheinlich sind Hunderte umgekommen bei den Kämpfen mit der ukrainischen Armee, die Stadt vor 24 Stunden hat komplett zurückerobern können. Unklar ist, wie viele genau gestorben sind. Die russische Armee behauptet, dass tausende Soldaten den Kessel früh genug hätten verlassen können. Wir sehen auf der Straße viele Minen. Immer noch ist es wahnsinnig gefährlich, sich hier in diesem Gebiet aufzuhalten, denn die russische Armee könnte von Stellung weiter entfernt erneut versuchen, die ukrainische Armee anzugreifen. Die Einnahme von Liman ist ein großer Sieg für die Ukraine und die ukrainische Armee will damit auch ein Zeichen senden an die Welt, dass sie imstande sind, hier weitere Regionen, weitere Städte, weitere Dörfer zurückzugewinnen.